Hallo zum nächsten Teil unserer Reihe. Wir haben im letzten Video uns um die Kamerasteuerung gekümmert. Das heißt, wir haben eine neue Klasse implementiert, diese MyCamWrapper-Klasse. Die habe ich auch wieder hochgeladen nach code.google.com. Links wie immer auf unserer im Vorspann angegebenen WordPress-Seite. Was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip, wo haben wir es? Da ist es. Wir haben eine Methode geschrieben, Rotate Cam Direction. Die hat nichts anderes gemacht, wie ein Delta-Winkel übergeben. Und den haben wir mit einer selbstgeschriebenen AddAngle-Methode auf die CamAngles hinzuaddiert. Und dieses CamAngles ist nichts anderes wie ein Float-Array, in dem die X, Y, Z-Drehachsen für die Winkel angegeben sind. Dann haben wir in dem Key-Mapping, hier ist es, unsere Kamerabefehle, also Turn Right, Turn Left, implementiert. Und dieses Pitch Up, Pitch Down habe ich dann nicht weiter im Video dokumentiert, weil das ist nichts anderes hier wie bei dem Rotate Cam Direction. Hier habe ich Rotate Cam Pitch. Das ist nichts anderes wie Add Angle auf über die X-Achse die Drehung entsprechend durchzuführen. Dann haben wir, genau wie bei der Flugzeugsteuerung, diese Schalter, Do Turn Left, Turn Right, die wir über das Keyboard ein- und ausschalten. Und dann haben wir die Rotate Cam Direction und Pitch Werte entsprechend mit einem Wert angegeben. Key Cam Turn Speed haben wir das Ganze genannt. Das ist nichts anderes wie die Geschwindigkeit, mit der die Winkeländerung durchgeführt werden soll, wenn der Key gedrückt wird. Dann habe ich jetzt noch was implementiert, das habe ich nicht im Video dokumentiert, das ist diese MoveCam-Geschichte. Das läuft exakt genauso, MoveCam-Position habe ich mir eine kleine Methode geschrieben, die die Delta X, Y und Z Richtungen übernimmt, multipliziert mit TPF, also damit ich bei verschiedenen Time-per-Frame-Werten immer die gleiche Bewegungsgeschwindigkeit bekomme, absolut. Und die Werte sind bei unserem Camera Position X, Y und Z Werten einfach hinzuaddiert worden. So, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen die Kamera auf das Flugzeug setzen. Das heißt, dass wir so eine Art Piloten-View bekommen. Wenn wir das tun wollen, brauchen wir natürlich eine Referenz auf das Flugzeug. Hier machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir erzeugen uns eine lokale, also eine Instanzvariable. Das ist myPlane. Ja, RefPlane ist gleich Null. Das wird erstmal also mit Null bezeichnet. Dazu bauen wir uns einen Wrapper, einen Setter, sorry. Public void set plane, das ist my plane, die ref plane und this ist gleich ref plane. So, das heißt, jetzt haben wir einen Setter, wenn ich den aufrufe, wird diese Variable, diese lokale Variable belegt. Und was wir auch gleich machen können, ist this cam position ist gleich RefPlane, da holen wir uns jetzt die Plane Node raus und getLocalTranslation. Das ist jetzt die Position, wo meine Kamera hin platziert wird. Das heißt, sie ist exakt im Nullpunkt meines Flugzeugmodells. Das müssen wir natürlich entsprechend noch aufrufen. Dazu gehen wir jetzt in die Main-Methode, in die initCam hier. Und hier haben wir jetzt gesagt, wir haben das CamWrapper-Objekt erzeugt und haben vorher die Position manuell gesetzt. Das machen wir jetzt mit this myCamSetPlane und packen da einfach das Flugzeug drauf. So, das heißt, das wird aufgerufen, die Camera Position wird gesetzt, der Winkel meiner Kamera, wo haben wir es, ist nach wie vor die Cam Angles. Und um den müssen wir uns jetzt etwas intensiver kümmern. So, hier sind wir auch schon. So, das erste, was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt ein Flugzeug gesetzt haben.
Also so, if this my halt RefPlane haben wir das genannt, ist ungleich null, dann dürfen wir unsere Kamera entsprechend des Flugzeugs platzieren. Wenn nicht, dann gehen wir nach der alten Methode. So. Das Ganze lassen wir so drin stehen. Wir werden später noch so einen Toggle-Mechanismus einbauen, dass wir zwischen der absoluten Positionierung, wie wir es hier haben, und der relativen Positionierung zum Flugzeug hin und her wechseln können. Das wird uns die ein oder andere Entwicklungsarbeit erleichtern. So, jetzt setzen wir die Rotation unserer Kamera. Bevor wir das tun, müssen wir aber die Platzierung unserer Kamera glatt ziehen, dass sie auch wirklich genau dort ist, wo wir sie brauchen. Und jetzt wird es ein bisschen länger. Und zwar My Cam Set Location. Wohin wollen wir das Ding platzieren? Wir wollen es eigentlich genau dorthin platzieren, wo die Kameraposition ist, sprich unsere Cam Position. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass wir relativ zum Flugzeug unsere Kamera positionieren müssen. Das heißt, momentan sitzt sie ja genau im Ursprung. Das ist mitten im Flieger, das heißt, wir würden eigentlich nur das Chassis von innen sehen. Ergo müssen wir die Kamera in der Y-Achse etwas nach oben schieben und in der Z-Achse auch ein bisschen nach vorne platzieren, dass wir sozusagen so ein bisschen vor dem Cockpitfenster sitzen mit der Kamera, sonst würden wir das Cockpit selber sehen. Und dazu müssen wir jetzt erstmal ein bisschen rumzaubern hier. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir sagen, wir wollen die aktuelle Kameraposition haben. Das ist das, was wir hier festgelegt haben. Und dazu wollen wir was addieren. Add. Und was wollen wir addieren? Na, ich mache jetzt mal das hier auf. Was wollen wir addieren? Wir wollen das Referenzflugzeug, RefPlane und PlaneNote. Get local rotation. So, aus dieser Rotation holen wir uns jetzt die Richtung der Y-Achse raus. Also malt Vektor 3f Unit Y. Das heißt, die Richtung der Y-Achse holen wir uns jetzt raus. Und das Ganze, was hier auch mal eins drunter, multiplizieren wir jetzt mit einem Wert. Also das, was ich jetzt hier rausbekomme, ist ein Vektor der Einheitslänge 1. Und damit ich jetzt entsprechend meiner gewünschten Positionierung, also in Y-Richtung gehen wir mal so um den Wert 1,5 nach oben, dann müssen wir das mit dem Wert 1,5 platzieren. Das aber wiederum ist ein Element der Plane Behavior, weil ich ja verschiedene Flugzeuge irgendwann haben möchte. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder einen Parameter definieren: Public Static Final Float. Und das Ding nennen wir Pilot View. Okay, das ist, wie der Pilot das Ganze sieht. Y-Ausrichtung, Positionsoffset. Und das soll sein, machen wir 1,5f. Das Gleiche mache ich gleich auch in die Z-Richtung. Hier lasse ich das jetzt, ne, machen wir mal 2. Da werden wir allerdings gleich noch ein kleines Problemchen in unserem Programm sehen. Also, wir machen jetzt Plane Behavior Punkt Pilot View Y Positions Offset von halt von RefPlane Plane Behavior. So.
Jetzt habe ich diese Multiplikation durchgeführt und jetzt werde ich noch das gleiche Konzept machen. Und zwar mit dem Punkt add mit der Richtung, hier machen wir es mit der Z-Richtung. Mal gucken, dass ich mit den Klammern nicht durcheinander komme. Das heißt, jetzt machen wir das gleiche in Richtung Z-Richtung. Hoppla, das war einer zu viel. Nee, das passt schon. So. Und zwar das Ding multipliziere ich jetzt auch. Das ist der da. Der da. So. Mit dem Z-Offset. So, also nochmal, ich habe die aktuelle Lokation, da nehme ich die Kameraposition und hinzu zähle ich in Y-Richtung diesen Offset, das war 1,5, und zusätzlich addiere ich noch dazu in Z-Richtung diese 2, die wir verwendet haben. So, jetzt machen wir unsere Klammern noch zu. So, jetzt habe ich die Kamera platziert und jetzt kann ich sie rotieren. Das heißt, jetzt sage ich my cam set rotation. Das ist jetzt wieder meine Rotation, die ich für die Kamera dann brauche. Jetzt hole ich mir aber mein Rev Plane, Plane Node wieder, get local rotation und das multipliziere ich jetzt mit meiner Cam Rotation. Das ist mein Quaternion, das ich für die Drehung brauche. Und zwar from angles. Hoppla. Na, from angles, da sind wir. Und hier packe ich jetzt meine Cam Angles rein. So, jetzt, wenn ich nichts vergessen habe, müsste alles funktionieren. Wir probieren es einfach mal aus. So, hier sehen wir die hintere Seite des Flugzeugs. Und das ist genau das Problem, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe. Wir haben jetzt ein Achsenproblem. Das werde ich mit in einem späteren Video mal etwas genauer erklären. Aber wir gucken jetzt nach hinten, obwohl wir eigentlich nach vorne erwarten würden. Jetzt drehe ich die Kamera. Jetzt sehen wir, aufgrund dieses Achsenproblems sind wir nicht vor unserer Kanzel, sondern dahinter. Das werden wir gleich mit einem temporären Fix lösen. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt drehe ich das Flugzeug. Wir sehen jetzt nichts, weil der Hintergrund sich nicht bewegt. Das heißt, das müssen wir jetzt auch noch lösen. Aber anhand der Schattenwürfe erkennen wir, dass sich das ganze Flugzeug relativ zum Licht bewegt. Ich hoffe, das sieht jeder. Also im Video ist es immer ein bisschen ruckelig. Aber ich glaube, auch das müsste man erkennen können. Das heißt, wir drehen jetzt tatsächlich das Flugzeug und die Kamera sitzt auf dem Flugzeug fest mit. Schauen wir uns das hier nochmal an. Jetzt sieht man es da ein bisschen besser. Ja, da sehen wir, dass sich das Licht irgendwie dreht. Ich kann auch mal andere Drehungen durchführen. Probieren wir mal nicken. So, also das scheint tatsächlich zu funktionieren. Jetzt brauchen wir noch unseren kurzen Bugfix. Und zwar gehen wir jetzt auf Plane Behavior und setzen das jetzt auf minus 2. So, jetzt lassen wir das Ganze nochmal laufen. Das heißt, wir haben jetzt in Z-Richtung die Kamera versetzt. Wir gucken jetzt wieder nach hinten. Jetzt sind wir vor der Kanzel. Jetzt drehe ich mal. Das heißt, die Kamera kann sich frei drehen. Ich kann auch so ein bisschen nach unten gucken. Und so, jetzt bin ich so ein bisschen in dem Flieger drin. Das heißt, ich müsste meinen Y-Wert auch noch ein bisschen höher drehen, also ich gehe mal auf Escape, Plane Behavior und gehen wir hier auch mal auf 2 in Y-Richtung. Lassen es nochmal laufen. So.
Jetzt gucke ich genau drauf. Genau, das ist sozusagen jetzt der Pilotenblick. Schauen wir mal nach unten. Ja, wir sind vor der Nase. Drehen wir mal das ganze Flugzeug ein bisschen, dass es besser im Licht ist. So, wunderbar. Also, das funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt mit der Kamera hin und her drehen. Die Kamera schwebt jetzt sozusagen schräg über dem Flieger. So. Jetzt kann man sagen, ja, das will ich nicht. Ich will irgendwie, dass ich wirklich genau in der Position bin, wo jetzt dieses Cockpit oder diese Glaskuppel dort angezeigt ist. Kann man sagen, ja, okay, fair. Dann müsste man ein zweites Modell bauen, das immer dann genommen wird, wenn ich im Flugzeug sitze. Und zwar ohne Kuppel, aber das sparen wir uns hier an der Stelle, weil ich finde, für uns sollte diese Option jetzt entsprechend reichen. Gut, ich habe Folgendes jetzt geplant. Also ich werde wie immer diesen Code jetzt noch ein bisschen mit ein paar Kommentaren versetzen oder versorgen und ihn dann hochladen in Google Code. Das nächste Video, das ich machen werde, ist kein Code-Video, sondern ein Erklärungsvideo, wo ich mal die verschiedenen Achsen der Blender-Welt und der JMonkey Engine-Welt gegenüberstelle. Und dann werden wir sehen, dass wir unser Blender-Modell nochmal umdrehen müssen, dass es in eine andere Richtung guckt. Und wenn wir das dann haben, dann können wir mit dem Terrain anfangen, damit wir eben diese Drehungen, die ich hier gerade gezeigt habe, entsprechend auch sauber in einer Umgebung sehen kann. Was dann noch fehlt, das werde ich, ja, da werde ich wahrscheinlich ein eigenes Video kurz draus machen, dass wir zwischen den verschiedenen Kamerasichten hin und her toggeln. Aber ich vermute, das werde ich erst dann machen, wenn wir das Terrain fertig haben und die ersten Flugbewegungen haben. Ich glaube, das ist da am sinnvollsten. Und dann werden wir vielleicht in dem Video auch gleich diese Chasecam einführen, die sozusagen von hinten dem Flugzeug folgt. Gut, dann würde ich jetzt sagen, so weit, so gut. Wir beenden dieses Video und ich wünsche wie immer viel Spaß beim Nachmachen.